Okay, ja, also auch ich darf Sie noch mal ganz herzlich begrüßen zur Nachmittagssession und freue mich, dass wir hier einen Vortrag halten dürfen. Wir sind ja schon vorgestellt worden, wir sind hier von der Beuth-Hochschule aus dem Fachbereich Informatik, möchten ein Ergebnis oder ein Zwischenergebnis eines Forschungsprojekts vorstellen, was mit dem Botanischen Garten Berlin momentan noch läuft. Indem wir unter anderem auch eine Menge von Geodaten verarbeiten, deshalb auch hier die Beantragung des Themas und deshalb sind wir wahrscheinlich auch angenommen worden. Es ist ein Forschungsprojekt, was von zwei Berliner Hochschulen durchgeführt wird, die Beuth-Hochschule als der eine Part und die Hochschule für Technik und Wirtschaft als der andere Part. Und wir werden gemeinsam den Vortrag halten. Ich beginne und dann übernimmt Frank. Vielleicht ganz kurz ein paar Daten zum Botanischen Garten. Der Botanische Garten in Berlin ist gut 300 Jahre alt, ist eine relativ große Fläche, ein relativ großer Garten auch, ist wohl einer der artenreichsten botanischen Gärten weltweit mit mehr als 22.000 Pflanzenarten, die sowohl dort live zu erleben sind, als auch in getrockneter Form. Circa 4.000 Bäume. Warum ich das erwähne, das werden Sie dann gleich noch mitbekommen. Was vielleicht noch interessant ist, ungefähr 300 AutoCAD-Dateien, die in den letzten Jahren entstanden sind und in denen wirklich jeder Baum und jeder Hydrant und alle Wege und alle Leitungssysteme sehr genau vermessen wurden. Alles andere spare ich mir. Ja. Gut, alles andere spare ich mir und wollte Ihnen ein paar Karten aus dem Botanischen Garten zunächst mal zeigen, um Ihnen deutlich zu machen, mit unserem Projekt haben wir da durchaus offene Türen quasi eingerannt, weil... Es wird gleich, glaube ich. Okay. Der Dimmer ist unten rechts. Ich mache das hier. Ja, da, genau. Ja. Passt so? Kamera passt auch. Gut, es wird auch gleich heller, weil das ist einfach eine Uraltkarte, die aus dem Grund auch schon so vergilbt ist, die aus den Neugründungsjahren sozusagen stammt und wo Sie noch lesen können, der Botanische Garten ist in Dahlem bei Berlin, also da war Dahlem noch nicht eingemeindet. Dahlem ist 1920 eingemeindet worden, diese Karte stammt so aus der Zeit um 1900. Also Geodaten spielen im Botanischen Garten durchaus schon längere Zeit eine Rolle, auch entsprechende Übersichtskarten und die spielen auch in der jüngeren Zeit eine Rolle. Solche Karten werden auch den Besuchern angeboten und sie zeigen unter anderem hier schon quasi das System, mit dem der Botanische Garten seine Flächen identifiziert. Sie sehen hier nur den klassifizierenden Schlüssel, hier Arzneimittelgarten, dann das Gewächshaus, Arboretum und so weiter und so fort. Das ist noch nicht so wirklich feingranular, es geht viel genauer. Hier wird der klassifizierende Schlüssel um wirklich identifizierende Teile ergänzt. Wir haben zum Teil 5 Ziffern, zum Teil 7 Ziffern und ich zeige Ihnen das einfach mal ein bisschen genauer, indem ich diesen Teil mal hervorhebe. Wir befinden uns jetzt in der Pflanzengeografie und davon gibt es einige Teile. Wir sind jetzt hier im Bereich 03 und auch dort sehen Sie, gibt es weitere kleine Identifier für kleinere Flächenangaben und eben bis hierhin, dass man also zu Pflanzengeografie 03 dann 5 weitere Ziffern hinzufügt, um wirklich die Fläche eindeutig identifizieren zu können.
nun ist das zwar alles wunderbar und die Arbeit mit diesen Flächenangaben in Größenordnungen, das heißt zu allen 22.000 Pflanzenarten ist deren Standort über diese Ortsangabe, die wird dort als BG-Ort, Botanischer Gartenort, bezeichnet, identifiziert. Unter anderem auch die Bäume. Wenn man aber jetzt mal ein bisschen genauer hinguckt und mal guckt, was in einer solchen Fläche alles vorkommen kann, dann merkt man sehr schnell, so richtig genau ist diese Angabe nach wie vor nicht. Also in dieser doch relativ feingranularen Identifizierung der Fläche PG03, 001 haben wir trotzdem eine Menge von Bäumen allein und noch eine größere Menge an Pflanzen. Das heißt, wir haben hier mitunter, wenn wir die einzelne Pflanze betrachten, jetzt hier die Rotbuche Nummer 11, die Frage, wo steht die eigentlich wirklich ganz genau? Ich weiß nur, die steht hier in dieser Fläche. Wo auf dieser Fläche erschließt sich mir hier nicht. Was ich auch noch schlecht wirklich herausbekommen kann anhand dieser Daten, wie ist eigentlich die exakte Entfernung zum Baum Nummer 10 beispielsweise? Oder wo finde ich eigentlich den nächsten Hydrant, wenn ich irgendwie diesen Baum vielleicht im Sommer mal bewässern muss? Wie weit ist eigentlich die Entfernung zum Ausgang oder wie finde ich eigentlich den Ausgang? Das heißt, dieser eine Datenbestand enthält zwar schon relativ viele Ortsangaben, ist aber einfach zu ungenau für solche Anfragen. Demgegenüber steht der Datenbestand von ungefähr 300 CAT-Dateien, in denen in den letzten Jahren, wie gesagt, alles vermessen wurde, unter anderem auch die Baumstandorte. Und Sie sehen jetzt hier eine der CAT-Dateien, die eben die Baumstandorte oder über die Baumstandorte Auskunft gibt und anhand der man auch sehen kann, also wie alt ein Baum ist, also die Altersstruktur ist hier drüben hinterlegt, sodass man sehen kann, also diese ganz dunkelbraun eingefärbten Bäume, irgendwo hier, die sind wirklich von vor 100 Jahren noch aus der Zeit. Und die heller eingefärbten, die sind eben jüngeren Datums. Jetzt ist das Problem, dass wir leider mit dem CAT-Datenbestand mit einem proprietären Format arbeiten, mit dem also nicht gut weitergearbeitet werden kann, wenn man solche Fragen stellen will, wie kann ein Besucher beispielsweise eine konkrete Pflanzenart finden oder wie weit ist die Entfernung zu einem Hydrant oder was auch immer. Und hier setzt im Prinzip das Forschungsprojekt an, dass wir Folgendes uns vorgenommen haben. Wir wollten versuchen, dass wir diese sehr guten Vermessungsdaten verwenden können, um aus diesen Vermessungsdaten die Geometrien und Geodaten herauszuziehen. Das ist aber nur der eine Teil. Der andere Teil ist der, dass wir diese Geodaten mit anderen Daten verknüpfen wollen und unter anderem mit Daten des Facility Managements. Das ist quasi der andere Part von der HTW, der das macht. Und wir wollen eben die Daten mit weiteren Datenbeständen des Botanischen Gartens integrieren können, wie beispielsweise mit ihrer Kerndatenbank, die eben die Pflanzendaten beinhaltet. Die heißt BOGART. Die Problematik, wir haben hier überwiegend mit isolierten Datenbeständen zu tun und insofern war für uns der Ansatz, dass wir einerseits die Geodaten aus den CAT-Daten extrahieren und transformieren, andererseits uns wirklich auf offene Datenstrukturen dann wirklich auch konzentriert haben, offene Schnittstellen, dass wir eine Integrationsplattform aufbauen wollten, um wirklich die angesprochenen Datenbestände integrieren zu können und dann Anwendungen entwickeln wollen, um zu zeigen, dass diese Integrationsplattform auch wirklich gut funktioniert. Wir wollen heute nur zur Integrationsplattform hier ein bisschen was erzählen und aus dem Grund vielleicht ganz kurz noch, dass Sie sehen, worum es geht. Sie sehen hier im linken Teil die Datenbestände, die skizziert im Botanischen Garten verfügbar sind, in Form von irgendwelchen Datentöpfen. Und wie gesagt, die Kerndatenbank ist diese BOGART-Datenbank, in der diese ganzen Pflanzendatenbestände enthalten sind.
Daneben gibt es haufenweise weitere Datenbanken, Schlüssel-, Raumdatenbanken, Hydrantendatenbanken, ganz viele Excel-Dateien und eben diese ungefähr 300 CAD-Dateien. Im Projekt machen wir Folgendes, dass wir neben dem schon existierenden Datenbestand einen weiteren Datenbestand aufbauen, weil wir einfach in dem existierenden Datenbestand keine Änderungen vornehmen dürfen und gar keine Schreibrechte oder gar Änderungsrechte hätten. Das heißt, die transformierten CAD-Daten, die landen bei uns in einer Postgres-Datenbank, die das Schema der 3D-CityDB verwendet. Die Daten des Gebäudemodells zum großen Tropenhaus landen auf einem BIM-Server, der mit einer NoSQL-Datenbank, einem Key-Value-Store arbeitet und weitere Datenbanken, die genutzt werden. Wir setzen da obendrauf diese Integrationsplattform, die Schnittstellen bieten soll und über Webservice quasi angesprochen werden kann für beispielsweise Mobile Apps, für ein Webfrontend, aber auch für Computer-Aided Facility Management Systeme. Die Herausforderungen bei der Entwicklung der Integrationsplattform waren die folgenden. Wir müssen davon ausgehen, dass die Datenquellen alle verteilt sind, dass sie alle autonom sind, dass wir auch da gar keine Administrationsrechte haben, keine Schreibrechte und dass wir mit hochgradiger Heterogenität zu tun haben. Die betrifft sowohl das Datenmodell als auch die Datenstrukturen, Datenmodell. Wir haben wirklich sehr heterogene Datenmodelle vorliegen, haufenweise relationale Datenbanken, aber wie gesagt auch eine NoSQL-Datenbank, ein Key-Value-Store. Wir haben XML-Strukturen, objektorientierte Strukturen. Die strukturelle Heterogenität, die resultiert einfach aus der Autonomie der Datenbestände, dass quasi Datenbestände autonom und über viele Jahre gewachsen sind, ohne große Abstimmung. Welche Entscheidungen haben wir getroffen? Wir haben die Entscheidung getroffen, dass wir, weil wir die Datenbestände gar nicht anpacken dürfen, gar nicht bewegen dürfen und schon gar nicht verändern dürfen, dass wir die nur virtuell integrieren können. Das kann der einzige Ansatz sein. Das heißt, unsere Ausgangsdatenbestände bleiben einfach in der Form vorliegen, wie sie existieren, werden nach wie vor von den Leuten administriert, die das über Jahrzehnte gemacht haben. Wir nutzen nur Anfrageschnittstellen, haben auch nur lesende Zugriffe das sind im Prinzip unsere Ausgangsbedingungen. Wir können also kein großes Data Warehouse auch aufbauen, dafür würden gar nicht die Ressourcen da sein. Insofern also eine virtuelle Integration und die Autonomie der Datenquellen bleibt erhalten. Zweite Entscheidung, es kann nur ein metadatenbasierter Ansatz sein. Das heißt, in der Integrationsplattform halten wir die Metadaten der eigentlichen Datenquellen. Wie das ganz genau aussieht, da geht jetzt Frank Herrmann drauf ein, um den metadatenbasierten Ansatz zu erläutern und Ihnen so ein bisschen zu erzählen, wie wir dort mit einer Graph-Datenbank, mit Neo4j, die Datenhaltung realisieren und wie wir mit den autonomen Datenquellen dort umgehen können. Genau. Oh Mann. Für das Speichern der Metadaten brauchen wir eine entsprechende Datenstruktur. Und wir haben uns dann entschieden, im Kontext einer Integrationsplattform folgende Fragestellungen bezüglich der Metadaten dann uns zu stellen. Also welche Datenquellen sind verfügbar? Da wurden ja jetzt schon einige genannt. Die im Botanischen Garten im Prinzip als isolierte Plattformen vorhanden sind.
Wie können wir diese Datenquellen erreichen, also über welche Technologie, wie können wir den Zugriff ermöglichen? Dann, wie sind die Datenquellen strukturiert, also relationale Datenbanken eben über Tabellen oder Views, je nachdem, wir müssen eine Abbildung dafür finden. Wie können die Datenquellen miteinander verknüpft werden? Also eine Klassifizierung der Knoten und Kanten des eigenen Daten, Metadatenmodells. Und welche impliziten Daten können mit einbezogen werden? Also Informationsanreicherung. Und aus diesem Aspekt heraus haben wir dann eben die Notwendigkeit des Einsatzes eines effizienten Datenspeichers und in dem Moment eines Graphen mit flexiblen Verwaltungsfunktionalitäten ins Auge gefasst. Jetzt ein paar Worte zum Thema Eigenschaftengraphen oder Propertygraphen. Dort werden Knoten und Kanten über, also Knoten können im Prinzip Eigenschaften haben, Kanten stellen eine Relation, eine Beziehung dar, können gerichtet sein und können auch im Prinzip ein Property haben, einen Namen. Und ja, viele Eigenschaften können dort im Prinzip abgelegt werden und gewichtet, gerichtet, benannt. Multigraphen. Also ein besonderer Fall des Property-Graphen ist der Hypergraph. Und dort können im Prinzip einzelne Knoten nicht nur über eine Kante verbunden werden, sondern über mehrere Kanten, was jetzt für Abbildungen von relationalen Datenbanken, wo jetzt Tabellen M zu N abgebildet werden müssen oder M zu N-Relationen können damit dann einfacher dargestellt werden, weil wir es vornehmlich dort mit Banken zu tun haben, wie zum Beispiel die Bogart-Datenbank, eine Akzessionsdatenbank, wo ca. 20.000 Pflanzenarten seit ihrer Ankunft im botanischen Garten füllen sich dann dort quasi wie ein Lebensbaum für jede einzelne Pflanze, vom Samen bis zum alten Baum werden dort im Prinzip diese Informationen alle gespeichert. Es sind sehr umfangreiche Datenbestände und die sind natürlich in einem entsprechenden ER-Modell dann auch entwickelt worden über die Jahre. Und die müssen wir versuchen, zum Beispiel jetzt diese Bogart-Datenbank in unsere Informationsplattform zu integrieren. Noch weiter was zum Thema, warum wir Graph-Datenbanken ja, gerade mal am Anfang. Also gut, Graph-Datenbanken, die wir verwenden haben, ist jetzt, möchte ich jetzt schon mal vorweg sagen, ist Neo4j, eine Java-Graph-Datenbank. Sie besitzt schon eine Native Processing Engine und beherrscht die indexfreie Adjazenz, was jetzt von Vorteil ist bezüglich der Prozessierung von solch einem Graphen. Sie funktioniert dadurch wesentlich schneller, eben kein Nachschlagen über einem globalen Index. Großer Geschwindigkeitsvorteil, ist eine sehr ausgereifte Graph-Datenbank in Java implementiert. Und ja, angesichts der Zeit würde ich jetzt mal auf diese technologischen Fragen jetzt, also aktuell in der Version 2.0.1, diese setzen wir ein, um unseren Metadatengraphen zu füllen. Wichtig vielleicht jetzt hierbei noch der Datenzugriff bei Neo4j, kann dann programmatisch über eine Java-API erfolgen, über die Abfragesprache Cypher. Im Prinzip ist es eine Eigenentwicklung und so ähnlich zu benutzen wie SQL bei den relationalen Datenbanken. Jetzt von der Idee her natürlich anders. Man traversiert dort von Knoten über Kanten zum nächsten Knoten oder eben auch über eine REST-Schnittstelle, also einen Webservice quasi. Und hat eine Web-Applikation, womit man auch visualisieren kann. Und da kann ich dann auch zum Beispiel mal einen ersten Screenshot von so einer Visualisierung zeigen. Hier haben wir als Properties in einem Knoten jetzt ausgehend eine PostgreSQL-Datenbank, was im Prinzip für uns jetzt schon als eine erste Information oder Metadatum über eine angesprochene Datenbank ist, weil wir weiterhin zum Beispiel MS-SQL-Server im Prinzip integrieren, über die Bogart-Datenbank, Postgres-Datenbank, MySQL haben wir bis jetzt integriert, dann den Datenbanknamen und in der ersten Ebene haben wir als Kanten-Eigenschaften Hash-Table
implementiert jetzt und lesen automatisch, also mit einem Algorithmus automatisiert alle Tables innerhalb dieser Datenbank aus. Als weiteres Metadatum lesen wir aus, wie viele Datensätze befinden sich in dieser Tabelle. Und ausgehend von dieser Tabelle lassen sich natürlich jetzt weitere Knoten öffnen. Aber vorab, gut, wir sind jetzt hier bei der PostGIS und PostgreSQL, PostGIS als relationale Geodatenbank wird wahrscheinlich bekannt sein. Dort existiert der Datentyp Geometry. Und wir haben dort die CAD-Daten in erster Linie für die Hydranten und die Bäume dort abgelegt in PostGIS und machen zum Aufbau des Metadatengrafen diese Information, dass wir natürlich auch wissen, welchen Datentyp so eine Spalte hat und speichern dort den Geometrietyp und das Koordinatenreferenzsystem, die SRID. Beim Metadatengrafen wollen wir dann auch automatisiert letztendlich zwischen verschiedenen Tabellen oder auch über verschiedene Datenbanken hinweg, wenn wir identifiziert haben, dass der Spaltentyp dasselbe Koordinatenreferenzsystem und denselben Geometrietyp hat, wollen wir dann im Prinzip eine Kante oder haben wir eine Kante im Prinzip dafür dann angelegt, automatisiert und können dort mit dann Überschneidungen und Überlappungen über Boundingbox-Berechnungen zum Beispiel jetzt feststellen. Also wir haben Spatial Funktionen angewendet, um unsere Metadatengrafen ja, anzureichern mit Informationen über potenzielle weitere Informationen. Jetzt hier vielleicht noch ein paar. Also hier zum Beispiel mal ein sehr komplexer Graph jetzt schon ausgehend von unseren Hydrantentabelle, die im Prinzip eine Spalte has column im Prinzip G oben hat, die eine similar SID oder eine similar Geometry hat und über die Informationen, wenn wir das in den Metadatengrafen wissen, können wir Berechnungen über die Boundingbox durchführen und dann diese beiden Informationen zusammenführen. Genau. Das ist im Prinzip nochmal der Technologie-Stack, kurz gezeigt. Und wir setzen im Prinzip auf Java, über JDBC, Access 2, Apache Projekt Web Services und GeoServer GeoTools, um die Karten über OGC-Standards auszugeben. Ja, soweit. Entschuldigung, aber wir müssen auch im Rahmen bleiben, damit wir parallel zu den anderen Blöcken bleiben. Deshalb bin ich jetzt relativ gemein. Ich bin sicher, genau, es gibt Kontaktdaten. Ich bin sicher, ihr rennt auch noch ein bisschen hier auf der Konferenz rum. Erstmal schönen Dank.